Herzlich willkommen in meinem neuen YouTube-Kanal. Ihr könnt hier die Kommentare, nein, keine Sorge, ganz so anbiedern möchte ich mich dann doch nicht bei der Jugend. Aber ich habe immerhin versucht, einen Greenscreen als Hintergrund zu nehmen. Das bedeutet, dass das Video eigentlich bearbeitet werden kann. Es kann also sein, dass ihr erst im Hintergrund irgendwas völlig anderes seht, was die Jungs und Mädels als Konferenzveranstalterinnen und Veranstalter da gebastelt haben. Ich habe Ihnen das so mit grünem Hintergrund geschickt und dann können Sie daraus machen, was Sie wollen. Als Sven mich gefragt hatte, ob ich ein kleines Grußwort als Video senden könnte, habe ich mich so ein bisschen Snowden-mäßig gefühlt. Das ist Grußwort per Video, weil ich kann hier nicht weg. Wie ihr wisst, arbeiten wir gerade an einer Konferenz für Teenager. Die Beschäftigung mit diesem Thema hat natürlich damit zu tun, dass Tanja und ich ein Buch geschrieben haben namens Netzgemüse vor einigen Jahren, wo wir versucht haben, Eltern so ein bisschen positive Herangehensweise an die digitalen Medien in Zusammenhang mit Kindern und Jugendlichen zu präsentieren. Das hat auch ganz gut funktioniert, glaube ich. Und ich glaube, deswegen hat Sven mich auch gefragt, kannst du nicht ein paar Sätze sagen, Johnny? Und wer mich kennt, der weiß, wenn ich anfange, Sätze zu sagen, dann höre ich auch nicht auf. Im ersten Moment, das gebe ich zu, habe ich gedacht, eine Eltern-Blogger-Konferenz, das ist so ein bisschen wie die Spielplätze, auf denen man strunzlangweilige Nachmittage verbringen musste und wo das einzige, die Erwachsenen verbindende Element die Tatsache war, dass man beim Vögeln nicht aufgepasst hat. Ich erinnere mich mit Schrecken an diese Nachmittage, aber das Bloggen verbindet natürlich nochmal ganz anders als das pure Elternsein. Wie ihr wisst, habe ich selber auch schon einiges gebloggt über unsere Söhne, die mittlerweile 14 und 16 sind und selbst aktiv im Netz. Und da kommt ja immer wieder diese Frage auf, wie viel zeigt man eigentlich von den Kindern, speziell wenn sie kleiner sind. Ich glaube, dass es da ein gesundes Mittelmaß braucht. Ich finde es falsch und sogar ein bisschen fies, wenn Kindergesichter verpixelt werden auf Fotos. Ich finde, dann lass die Fotos doch lieber gleich ganz weg, weil das sieht wirklich gruselig aus. Ich habe neulich so ein Foto gesehen von einem Spielplatz, wo die Kinder dann alle so Emojis als Gesichter drauf kopiert gekriegt haben. Und das war wirklich, wirklich ganz, ganz fies und gruselig. Und das ist auch immer eine Frage der Masse, finde ich, wenn man jeden Tag Dutzende von Baby- oder Kinderfotos ins Netz stellt, dann muss man damit rechnen, dass die, wenn die jugendlich sind und 12, 13, 14 sind und selber im Netz sind, dass die dann einen als Eltern zu Recht verklagen. Aber ansonsten finde ich, weiß ich nicht, gesunder Menschenverstand und so, weil ich finde es auch ganz, ganz schlimm, wenn Kinder und Jugendliche überhaupt nicht mehr auftauchen. Und zwar nicht im Netz und auch nicht auf den Straßen. Ich finde, das ist ein Thema, über was wir viel zu wenig reden. Die Sichtbarkeit von Kindern und Jugendlichen, die wir mit, und das ist ein extrem geschickter Schlenker zu unserer eigenen Arbeit gerade, mit der TinCon verändern wollen, nämlich der Teenage Internetwork Convention. Die wir hier gerade planen, findet Ende Mai in Berlin statt, ist naja, eine Art Republika für Jugendliche, und zwar ausschließlich für Jugendliche bis 21 Jahren. Und denen wollen wir eine höhere Sichtbarkeit bieten. Wir möchten sie auf Bühnen stellen, möchten von ihren Projekten was hören, möchten ihnen aber auch von anderen Projekten berichten, die vielleicht inspirierend und motivierend sein können, um mit diesen tollen digitalen Gadgets und Medien und Services, die wir haben, hoffentlich tolle Sachen auf die Beine zu stellen. Natürlich werden wir auch darüber reden, was ist mit Hate Speech, was ist mit diesem ganzen, mit den ganzen nicht so schönen Seiten im Internet. Schlenker zurück zu Elternblogs. Was ich jedenfalls sagen möchte, ich glaube, jeder muss selber entscheiden, wie viel er von seinem Privatleben preisgeben möchte. Es kann passieren, und ich glaube, das sollte man immer so ein bisschen im Hinterkopf behalten. Selbst wenn man wochenlang, monatelang, jahrelang quasi nur für einen erweiterten Bekanntenkreis schreibt, also für ein paar Dutzend Leute, vielleicht auch ein paar hundert Leute, und sich so sehr zu Hause fühlt in seinem Blog. Es kann immer mal passieren, dass irgendein Artikel, irgendein Post plötzlich eine erhöhte Aufmerksamkeit bekommt. Und das kann passieren mit ganz, ganz alten Artikeln. Man weiß überhaupt nicht, woher die Leute teilweise kommen. Das also ein bisschen im Hinterkopf zu behalten, zu wissen, dass man wirklich in einer potenziell weltweiten Öffentlichkeit steht. Ich glaube, das kann nicht schaden, wenn man das ein bisschen im Hinterkopf behält. Und ansonsten finde ich, bei aller Vorsicht, man darf sich vom Bösen in der Welt nicht abschrecken lassen, sondern man muss für das Gute kämpfen. Und deswegen halte ich es für wichtig, dass Kinder und Jugendliche im Netz
und im echten Leben mehr Sichtbarkeit kriegen statt weniger. Denn die haben eine Stimme, die haben eine Meinung und die ist euch, das weiß ich, genauso wichtig wie mir. Insofern wünsche ich euch spannende Vorträge, tolle Diskussionen und vor allen Dingen jede Menge Spaß. Tschüss!